Morgens, hier ist er wieder, euer Latschmann mit der 263. Folge. Let's show play Minecraft. Es ist unglaublich, ich tobe seit 2 Stunden durch die Höhle, die wir zuletzt entdeckt haben, in den alten Chunks. Und das Ding ist wirklich abartig riesig. Also, es ist unglaublich, was man, ja, hier geht's weiter. Und wie gesagt, ich bin hier schon seit 2 Stunden unterwegs und das wird und wird nicht weniger. Es ist unglaublich. Deswegen springe ich jetzt auch einfach mal hier direkt in die Aufnahme rein, weil ich dachte mir einfach mal, okay, hast du Lust, ein bisschen Rohstoffe zu sammeln hier in der Höhle, ein bisschen zu erkunden und oh, das Ding ist so riesig und setzt sich so weit fort. Ich bin also hier unten schon relativ tief. Hab hier also auch schon Gold und Lava gefunden und na, ihr seht's ja. Hier hab sogar einen Slime. Endermänner laufen hier unten rum, alles Mögliche. Hier bin ich. Da einfach habe ich Kohle abgebaut und bin dann hier durchgebrochen. Also, unglaublich. Schaut euch das an, das ist. Ey. Das ist wirklich das Abartigste von Höhle. Was ich hier auf meiner Map habe. Und ihr wisst, ich habe einige. Na, ich möchte sie nicht Riesenhöhlen nennen, aber nennenswerte Höhlen auf meiner Map. Aber das Ding toppt wirklich alles bisher. Und ich glaube, so wird sie auch ihren Namen kriegen, weil die wird also Schwedenhöhle heißen, weil so oft wie in dieser Höhle habe ich in keiner anderen Höhle, alter Schwede, gesagt, so riesig ist das Teil. Es ist abartig. Guck mal, da geht's noch weiter und oh, ey, ich bin hier, wie gesagt, schon 2 Stunden unterwegs. Also was ich hier rein verklopft habe als. Ja, okay, Enderman soll mich jetzt nicht weiter stören. Machen wir da erstmal Lava dicht. Fackel setzen. Da geht's weiter, da geht's weiter, da geht's weiter. Halleluja. Wo bin ich denn? Moment ich mal, das sieht aber so aus, als ob ich. Alter. Hey, das ist nicht wahr. Wo kommt denn hier der Sand her? Den muss ein Enderman hier runtergebracht haben. Guckt euch das einfach mal an. Das ist abartig. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Alter Schwede, ey. Also, ihr habt ja die Map vielleicht gerade noch runtergeladen von der Mitbauaktion. Davon müsst ihr euch selber mal überzeugen. Geht einfach an die Stelle. Da, wo ich jetzt hier rumbaue und erkundet einfach mal selber die Höhle. Die ist einfach abartig riesig. Das ist. So, hier haben wir noch Kohle rumzuliegen. Ja, ey, das ist. Ach so, und ich wollte mir ja Fackeln machen, ne? An der sicheren Stelle, halbwegs sicheren Stelle. So. So, zack. Gleich mal einen vollen Satz Fackeln hier, sonst kommen wir nicht weit. Ja, also, es ist unglaublich, alter Schwede. Also, bis auf Diamanten. Gut, Lapis habe ich hier natürlich nicht gefunden, das ist halt einer noch von den alten Chunks. Aber schaut euch das einfach mal hier an. Ey, es ist da hinten den Creeper, ne? Da müssen wir ein bisschen. Okay, ist nicht schlimm, der hat ja nichts kaputt gemacht. Noch keinen Schaden gemacht, als er hochgegangen ist. Aber. Ja, so kann man die Höhle natürlich auch noch weiter aufmachen, indem man hier Creeper explodieren lässt. Aber.
Das Ding ist einfach mal. Ah, da oben geht's weiter. Da geht's nach unten weiter, da geht's nach unten weiter. Gut, wobei ich hier unten schon mal war. Aber das ist sowas von verwinkelt und hast du nicht gesehen und hier und da noch was. Alter Schwede. Das Ding ist wirklich abartig. Also ich kann es euch nur empfehlen, wer auf seiner Map, der irgendwie der Meinung ist, es fehlt ihm da eine große Höhle, der kann sich gerne hier bedienen und umschauen. Der wird hier also auf jeden Fall bedient, bis er richtig satt ist. So, dann haben wir den Enderman. Komm hier her. Zack, 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 zack. Ja. Alter Schwede, ist das ein Riesenteil. Und deswegen springe ich jetzt hier auch einfach mal so in die Aufnahme rein, damit er halt möglichst viel einfach von dieser Höhle hier mitkriegt. Das ist ja abartig. Boah, das ist. Yeah. Seht ihr das? Es ist unglaublich. Also. Na komm her, Spinny. Ha. Also. Es ist einfach mal. Naja, nee, und da wollte ich euch einfach. Hups. Dran teilhaben lassen. Ja. Es ist unglaublich, was ich hier also auch schon an Material rausgeholt habe. Es ist einfach abartig, diese Höhle. Und die zieht sich und streckt sich und. Ah, das geht hier immer noch weiter und immer noch eine Ecke und einmal zack gegen eine Wand geklopft, schon bist du irgendwo wieder durchgebrochen. Guckt ihr euch das an? Es ist. Ha? Und das, wie gesagt, in alten Chunks. Das ist hier mit noch mit der Beta generiert worden. Diese Gegend. Wenn nicht sogar mit der Beta 1. Na? Komm her hier. Zack. Genau zwischen die Augen. Und noch einen auf die Füße. Es ist nicht runterfallen hier. Okay. Guckt euch das an. Das geht da oben immer noch wieder weiter. Womöglich auch noch da hinten. Ne, okay. Wenigstens etwas. Aber. Na komm schon, lass mich hier raus. Okay, das kommt hier wieder bekannt vor, halbwegs. Jedenfalls ungefähr. Nein, und gleich der nächste. Eieieiei. Aber kein Wunder, ja? Ich guckt euch doch mal hier um. Das ist doch. Ah! Ja. Das ist doch der Wahnsinn. Da weiß man gar nicht, wo er anfangen soll. Okay, hier können wir uns dann zack, 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 Stufe runterklopfen. Komm her, du kriegst auch mal ein Ding verpasst. Guckt euch das an hier, es ist. Machen wir hier oben noch was liegen lassen? Nein.
alles noch vor der Beta 1.8 hier erzeugt worden, bevor es also die die Schluchten gab. Und ehrlich gesagt, braucht man hier gar keine Schluchten. Das Ding ist von alleine so riesig. Ja. So, zack. Jawohl, dann machen wir es mal dicht. Das Wasser hier. Ja, also. Ich bin einfach mal baff. Sprachlos. Ha? So. Ja, ist ja gut. Reg dich nicht auf. Ruhig, Brauner. Alter Schwede, ey. Ist das hier ein? Dann geht's auch nochmal weiter. Ah, nee, ey. Feierabend, das ist schon mal was. Da hinten ist ein Skelett. Okay, jetzt sind da hinten Knochen und XP-Punkte. Zack, 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 zack. Machen wir uns hier mal den Durchgang ein bisschen frei. So, nehmen wir das Eisen hier mit. Alter Schwede. Das ist ja ein Riesending, diese Höhle. So, und ich habe mir halt hier auch schon angefangen, Treppen reinzuziehen, zumindest im oberen Bereich der Höhle, damit ich also halbwegs so Wege habe, dass ich dann auch wieder hier rausfinde. Aber es ist ja einfach mal abartig. Ja, das kann man ja nicht anders sagen. Da haben wir noch Kohle. Wenn ich jetzt Glück habe, buddel ich mich hier wieder irgendwo durch, dass eine neue Wand eingerissen wird. Hä? Ruhe. So. Also das Ding dann auch komplett auszuleuchten, ist natürlich wieder so ein Sisyphus-Unternehmen. Weil es ist einfach mal riesig. Ja. Und überall hast du immer noch Ecken, wo es weitergeht, wo es noch duster ist, wo du noch was nicht abgebaut hast. Ja, wo du noch ein bisschen Eisen hier aus der Wand klopfen kannst. Und schwupp, dahinter geht es dann auf einmal irgendwie weiter. Das ist mir 3-4 Mal mindestens passiert. Wenn nicht sogar öfter, dass ich hier einfach nichts ahne, so eine Wand wegklopfe oder ein Stück Boden wegklopfe und darunter geht's auf einmal weiter, ne, mit einer Höhle oder einem Gang. Es ist einfach abartig. So, komm hier, hüpsala, eieieiei. So, und hüpf, hüpf, zack, und raus aus der Decke mit dem Eisen. So. Zack, Fackeln rein. Aber was ich hier schon an Fackeln reingeklopft habe, geht auch auf keine Kuhhaut. Ja. Aber. Und wo du hinguckst, hast du hier halt noch überall Ressourcen, die du abbauen kannst. Na. So. Zack. Ja, guckt euch das einfach mal an. Das ist. Der helle Wahnsinn. Und da hinten geht's noch weiter und da geht's noch weiter und da geht's noch weiter. Und hier ist noch Kohle und da ist noch Eisen und was weiß ich nicht alles. Und da ist noch dunkel und diese Höhle ist einfach der helle Wahnsinn. Ja. Ich bin froh, dass ich hier so eine Superspitzhacke dabei habe, weil ja. Die hat ja
Effizienz 3 und Haltbarkeit 3. Und ihr seht, die ist hier schon zur Hälfte weg. Also was ich hier schon alles weggeklopft habe, ja, geht, ist unglaublich. Ich meine, ihr seht ja selbst, was hier los ist. Oh, ich muss ziemlich weit oben sein, wenn ich hier einen Zombie an der Holztür klopfen höre. Das wäre mal eine interessante Ecke, um zu gucken, wo man hier rauskommt. Dass man sich hier vielleicht auch nochmal einen Zugang reinlegt. Ja, also ich weiß, sich nach oben durchbuddeln ist nicht so. Aber. Zack. Setzen wir uns mal dahin. Und dann. Lums, holen wir hier den ganzen Teil runter. Okay, das ist Wasser. Und hier jetzt ein Teil der Höhle geflutet. Mitten auf dem Ozean. Gott sei Dank ist das Wasser nicht allzu tief, sodass ich hier nach oben komme. Ah ja, so war also doch nicht allzu weit. Naja, doch ein ganzes Stück weg da hinten, ne? Ist die Stelle. Ich markiere das hier einfach mal. Dass ich also dann vielleicht später dran denke, das hier einzuzäunen und trocken zu legen. Das heißt, gewisse Vorbereitung dafür kann ich ja jetzt schon mal hier machen. So. Und jetzt nehmen wir hier Erde. Naja, gut. So. Oh, was können wir hier noch machen? Naja, ne, müssen wir doch einfach mal Pflastersteine reinsetzen. Dass hier also das Wasser weggeht. Es ist ja abartig. So, jetzt können wir das hier. Wegklopfen. Und dann. Dingel, dingel, dingel. Mit Kies müssten wir dann hier noch den Rest wegkriegen. Oh, dass das Wasser dann hoffentlich wirklich verschwindet. Frage ist, kommt das irgendwo nach? Oder benimmt sich das Wasser jetzt einfach anders hier? Ach! Nett, dass du so planschst. Aber im Wasser wollte ich dich eigentlich nicht hochgehen lassen. So, hauen wir hier mal den Gravel rein. Lass mal dann vielleicht doch mal das Wasser hier wegkriegen. So, dafür ist er ja schließlich auch da. Kommt da etwa noch einer?
Ja, das ist jetzt natürlich eine Menge Material, die man hier reinhaut. Okay, da scheint es aber dann vielleicht schon anzufangen, dass es weggeht. So, habe ich hier noch? Nein, habe ich hier nicht. Okay, dann müssen wir. Ah ja, schön, die Sonne geht ja auch gerade auf. Das ist ja dann auch schön. Ja. Meine Fresse. Habe ich dann gleich mal eine Ecke, wo ich mir was einfallen lassen kann. So, bringen wir erstmal das Zeug zurück. Also die Höhle ist ja wirklich abartig groß. War eigentlich nicht so geplant, dass du hochgehst, aber den Baum hier hat er auch gleich mitgenommen. Okay, den können wir aber dann vielleicht auf dem Rückweg reparieren. Zack, 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 zack. War das das Dach noch? Na gut, war ja dann noch relativ tief. So. So, zack, 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 zack. Okay, den Rest machen wir dann später. Nicht hängen bleiben hier. Ja, also Leute, wirklich abartig riesig die Höhle. Ein bisschen weitergebaut habe ich hier auch schon an den, ja, Minenhäusern der alten Schwedenmine. Oder alten Schwedenhöhle. So werde ich sie also nennen, weil diesen Namen hat sie sich wirklich und redlich verdient. Da haben wir sie. Ja. Hier unten ist ein zweiter Eingang entstanden. Ja, auch schön mit Erde überdeckt soweit. Ansonsten ja hier der Gang erstmal ausgebaut. Also allzu viel habe ich hier nicht gemacht. Ja, aber so, haben wir hier mal zack den Krempel weg. Zack, hier Eisenerz rein. Oh, hier noch Eisenerz rein. Zack, hier noch Gold rein. So, hier. Ja, ihr seht, ich habe hier schon einiges an Material rausgeholt aus der Höhle. Kohle, so, dann nehme ich mir hier noch zwei Stacks Kies mit. So, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Obsidian habe ich sogar unten abgebaut, noch weil ich Lava da hatte. Den Lava-Eimer. Klasse, okay. Müssen wir uns einfach nochmal einen weiteren bauen. Genau, hier brennt's schön durch. Alles sehr schön. Packen wir uns hier noch die Kohle beiseite. Gottes Willen, drei Stacks Kohle habe ich hier rausgeholt. So, Redstone wollte ich ein bisschen haben, deswegen bin ich eigentlich noch mal runter in die Höhle gegangen. Unglaublich, aber wahr. So, das sind Steinziegelstufen. Soweit, so gut. Ja, ihr seht, ein bisschen schön habe ich mir das hier schon gemacht, so ein bisschen so ansatzweise wenigstens. Auch hier. Der Eingang schon fertig und eben so, dann nachher hier noch Erde drüber, ja, gelegt. Das wird halt alles auch noch weiter ausgebaut, aber erstmal tobe ich halt wie ein Halbaffe da durch die Höhle durch, ja, und erforsche die, und die ist einfach endlos. Ihr habt ja gesehen, was da alles los ist, und wie gesagt, ich bin ja hier schon eine nicht geringe Zeit unterwegs in dieser Höhle. Und es ist unglaublich. Ich kann euch also nur empfehlen, die Leute, die sich die Welt runtergeladen haben zur
250. Folge zur Mitbauaktion, dass ihr da einfach mal selber erkundet, wie diese Höhle aussieht. Ne? Ein paar Landmarken hier habt ihr ja zur Orientierung und die Höhleneingänge, die sind also da mit Fackeln markiert. Das sollte also kein Problem sein, das zu finden. Ja. Was siehst du mal? Schaufel werde ich mir hier noch gleich machen. Zack, weil den ganzen Kies muss ich ja auch wieder wegbuddeln. Machen wir am besten gleich zwei. Noch einer haben wir noch dabei. Das ist ja dann auch schön. Können wir gleich mal, zack, uns hier die drei Schaufeln in eine Reihe packen. Dass wir den Schacht dann hier auch mal trocken legen und uns da vielleicht einfach noch einen zweiten Abstieg hinbauen. Das müsste man auch mal erkunden. Zack. Wie das da aussieht. Ja, das sieht auch so aus, als ob da Wasser reinläuft. Deswegen machen wir das mal so. Dann sollte man da eine Ja, okay, ich gehe ja schon. Da ist also noch was hier. So lang. Ja, jetzt brauche ich natürlich die Spitzhacke. So. Dass wir da einmal was wegklopfen können. So, dass wir nämlich hier mal so ein. So eine Luftblase. Hinkriegen. Ja, dass wir da tatsächlich mal eine Fackel hinsetzen können, die dann auch stehen bleibt. So. Das müssten wir dann schön von unten sehen. Und jetzt kümmern wir uns erstmal hier weiter drum. So, zack. Zack, zack. Da kommt schon, fall da rein. Durchziehen. Jo, das Material geht hier rein wie nix. Ja, auf ähnliche Art und Weise habe ich halt auch den. Jawohl, jetzt fließt es hier schon ab. Das ist ein gutes Zeichen. Dann sollten wir jetzt auch mit ähnlicher Methode hier dazu bringen, abzufließen. So, und hier einen reinschmeißen. Jawohl, und schon geht's hier abwärts. Das heißt, ich kann jetzt hier die Schaufel schwingen. Und hätte mir eigentlich sowas wie Leitern oder zumindest ein Liane mitbringen können sollen dürfen. Das wäre nochmal was. Ja, immer dieses Hin- und Hergerenne, weil man die Materialien nicht dabei hat. Zack, 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 zack. Ja, nutzen wir einfach mal die Bahn. Wenn wir sie hier schon haben. Hüpf, 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 hüpf. So, klick und hoch da. Ja, also wie gesagt, deswegen, das wollte ich euch einfach nicht vorenthalten, diese Höhle. Denn das ist ja wirklich abartig, was da drin ist. Und ja, schauen wir einfach mal, entdecken wir einfach noch ein bisschen Höhle. Ich kann es euch also wirklich nur empfehlen. Wer glaubt, auf seiner Map gibt es keine großen Höhlen oder wie in den alten Chunks gibt es keine großen Höhlen, soll einfach mal da vorbeigucken. Das Ding ist abartig riesig. Also sowas habe selbst ich auf meiner Map wirklich noch nicht gesehen. Und ihr wisst ja, ich bin ja hier einiges gewohnt an Höhlen. Und ihr ja erfreulicherweise mit mir. So. So, dann sehen wir mal zu, dass wir hier dann zu den Lagerhäusern kommen.
Ja, das Kloster von Eudong, die Ergänzung, die Hongs for Amiga da gemacht hat, die habe ich inzwischen in meine Welt übernommen. Und auch aus der zweiten Mitbauaktion, diese Schmuckhöhle in der Nähe von Dutchman's Diner. Das Ding, was damals auf dem Let's Rock Minecraft-Server mit entstanden ist. Was wollte ich denn jetzt hier holen? Genau. Jetzt weiß ich wieder. Nichts davon, sondern wir müssen mit den Pflanzen rein. So, Werkzeuge, Holz. Ein bisschen. Gut, Leitern kann ich mir ja trotzdem einfach mal einen Stapel mitnehmen. Setzlinge und so weiter. Nee, das ist dann bei den Naturalien. Dass wir da einfach nämlich Seerosen, Lianen, da haben wir was, dass wir hier einfach ein paar Ranken runterwachsen lassen. So. Dass wir da einfach besseren Zugang haben. Ja, und wir werden da unten in den Chunks noch genug rumtoben, sodass das also wirklich auch Zeit hat, dann nach unten zu wachsen alles. Aber hey. In dieser Höhle werden wir noch so einiges an Zeit verbringen, denke ich mir, denn das möchte ich einfach mal ja, auskundschaften. Wie groß die nur wirklich ist, die ist ja schon so abartig groß. Ich habe da bei weitem noch, da gibt es noch so viele unentdeckte Abzweigungen und so weiter. Es ist also schon so riesig viel entdeckt, das ist kaum zu glauben. So, ich will ja dahin wieder zurück, genau. Deswegen bin ich ja hier auf dem richtigen Weg. Ja. Es ist abartig. Wirklich. So, zack, hier Minecart. Auch noch hier rein und dann schwuppdiwupp runtergestiefelt. Dann kann man das vielleicht sogar ein bisschen regelmäßig hier ausstatten. Drei Seite, jeweils einer Diagonale. Oh, zack, Pflaster. So. Dann wieder hier drei Seite. Da müssen wir natürlich. Na, jetzt hat das Ganze nämlich auch eine Form. So, zack. Jawohl. Ja. Und dann setzen wir hier oben einfach mal schon mal Ranken an. Zack, 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 dass wir an der Seite richtig schön runterklettern können. An der Seite dann vielleicht auch noch. Und ups. Da braucht es dann noch ein bisschen Vorbereitung auf der Seite, weil ich will ja nicht, dass das Wasser dann hier gleich so reinläuft. So. Den Ding einen können wir mal. Ach, den lassen wir doch nicht umkommen. Na? Jeden Block. So. Soll man hier einsammeln? Man lässt ja nichts umkommen. So, und damit sind wir mit den Ranken soweit fertig. Leitern kann ich nachher verwenden, um mich wieder hochzubauen. Spitzhacke, nehmen wir einfach mal. Zack. Können wir uns dann ja auch von unten, das können wir auch hier gleich mal so richtig ausbauen, dass der Schacht dann auch so durchgeht. Ja.
erste Schaufel. Ups. Zack, 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 zack. Hey Leute, es ist ja... Ach, siehst du mal, ne, so die eine oder andere Fackel sollte man noch anbringen. Hier richtig als Schacht nach unten ziehen, dann sieht das auch wirklich so aus wie mit Absicht. Ja, dann muss man damit zack bis hier auf das solide Felsgestein mit Cobblestone das machen. Hier gleich. Zack. Und zack, Fackeln ransetzen. Da haben wir es natürlich. So. Cobblestone, bubdi-bubdi-bub. Ach, da unten lauern sie schon wieder. ja, hier machen wir auch gleich. Weil die Wand. Ja, da müssen ja auch die Ranken runterwachsen können. So. So. Zack, zack, zack. Da haben wir wieder. Ups. Das Eisen hier. Zack. Kriegen wir. So. Noch rechtzeitig. So, aber dann. Genau, hier haben wir die Pfeiler. Zack, Fackeln. Ja, reichen eigentlich auf der Seite. So. Und so. Und dann können wir das hier richtig schön runterziehen. Klopfen. Zack, zack. Dass das Schachtprofil also wirklich bis nach unten durchgeht. So. Ja. Ja. Wände könnte ich natürlich hier gleich. Mitmachen, dass wir hier. Das auch gleich richtig auskleiden. Den Sand kann ich ja gebrauchen. Das ist ja keine Affäre. Für sowas hat man immer Verwendung. Und Cobblestone habe ich ja auch genug dabei. Mich wundert nur, der Zombie, den ich da vorhin Holztür habe einschlagen hören. Das wird knirscht. Da müssen wir uns dann nochmal... Okay. Zack, 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 zack. Ich hatte jetzt Angst, dass da Wasser einbricht, aber Gott sei Dank ist das nicht der Fall. Zack, 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 zack. So. Noch mehr Pflasterstein. So. Muss das sein. Ah, da haben wir natürlich am meisten weggebaut. Ja, ihr kommt da unten auch noch alle dran. Also. Nur keine Panik. So. Zip, 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 zip. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwach vom Kommentar hier, diese Folge wieder mal. Aber ich hoffe, die Bilder von dieser Höhle... entschädigen euch dafür, das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Und sowas habe ich ja selbst in den neuen Chunks noch nicht gesehen. So ein Riesenteil. So, zack. Dann haben wir es hier ausgekleidet.
ein ganzes Stück runter, dass es da geht. Alter Schwede, ey, was für eine Höhle. Und was für ein Schacht, der sich hier aufgetan hat. Das ist ja wirklich auch nochmal eine Nummer für sich. Ja. Was da alles runtergekommen ist. So. Ja, ich bin ja gleich unten, kümmere mich gleich um euch. Bin ja gleich für euch da. Ja. Nicht ungeduldig werden. Erstmal hier die halbe eingestürzte Decke wieder wegräumen. So. Jetzt haben wir aber hier so langsam wieder den Boden der Tatsachen erreicht. Und jetzt seid ihr dran. Na, Spinni. Genau. Ah, schön, deswegen ist das hier natürlich nicht übergelaufen. Die Schwelle ziehe ich mal gleich weg. So, und dann so, hier auch noch den Gravel rausgehauen, eingesammelt. Zack, 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 zack. Und weiter geht's. Höhlentour. Ne? So, da Meisen. Ja, oben Tageslicht, und dann wird es hier unten schon so langsam duster. Und schaut euch das mal wieder an hier. Ja, das verzweigt sich hier schon wieder. Ah, ja, da geht's lang. Da geht's lang. Riesenkaverne hier. Oh, und da hinten, da sieht's aber so aus, als ob wir schon mal waren. Zumindest anleitungsweise, obwohl das da hinten mit der Lava, die Stelle ist noch neu. Aber hauen wir jetzt mal wieder Kohle aus der Wand. So ging mir das ständig. Ja, ich hau irgendwo nichts an, ein Stück Kohle aus der Wand und schon tut sich ein neuer Gang auf. Es war abartig, einfach diese Höhle. Die alte Schwedenhöhle. Also, nee, und deswegen habe ich jetzt einfach mal die Aufzeichnung angeschmissen und nehme euch hier mit in diese und durch diese Höhle, weil das ist. Ja, und das geht hier schon wieder weiter mit Kohle. Die Gegend ist hier wirklich auch durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Wie gesagt, das sind alles alte Chunks, also vor 1.8, ne? Ich werde hier keinen Lapis Lazuli finden, zum Beispiel. Ja, so alt sind die Dinger hier, und trotzdem haben wir hier so eine riesige Höhle, die also selbst andere Riesenhöhlen hier noch in den Schatten stellt. Wie gesagt, ich bin ja von meiner Welt einiges gewohnt, aber das Ding hier ist ja jetzt wirklich nochmal eine Klasse für sich. So, alles schön hier nochmal zugeklopft. Man vergisst eigentlich immer wieder, wo man gerade war, weil es immer wieder neue Richtungen gibt und sich neue Ausblicke öffnen. Weil das Ganze halt auch immer irgendwie immer wieder mal anders aussieht. Je nachdem, wo man gerade steht. Ne? So, da geht's weiter, da hinten geht's. Hier haben wir noch. Ja, ich dachte ja erst, es geht nur. Zack, hier. Da geht's auch nochmal weiter. Ja, ich dachte ja eigentlich, es geht jetzt nur noch hier nach unten weiter, aber nein. Es geht hier auch nochmal richtig nach oben. Ja. So, zack, Fackel dahin. Und dann erforschen wir hier erstmal diesen Schacht. Hoffe mal, dass sich das da nicht auch nochmal drei, viermal, fünfmal verzweigt. Weil
Wir sind ja hier auch direkt in der Nähe der Spinnenhöhle. Die ist ja auch nicht allzu weit von hier, müsste sich hier auch noch erstrecken. Und die war ja auch nicht gerade klein. Aha. Als wir die damals entdeckt haben und erkundet haben. Also sind ja auch einige schöne Szenen zusammengekommen. Ja. So, zack, machen wir hier mal wieder ein bisschen zu. Nicht, dass wir hier so viel ausleuchten müssen. Ja, das ist ein Argument, wa? Daran merkt man, dass eine Höhle wirklich groß ist, wenn du lieber Sachen zubaust, damit du nicht so viel ausleuchten musst. Ja, okay, aber das. Oh. Na sowas. Zack, ein Zombie-Spawner. Na, das ist ja lecker. Schauen wir in die Kisten rein. Ah, Schwarzpulver, sehr schön. Zwei Eimer, sehr schön. Die kann ich dann gleich für Wasser gebrauchen. Ja, den Faden können wir lassen. Aber die Truhe selber nehmen wir natürlich mit. Und was haben wir hier drin? Ein bisschen Eisen, sehr schön. Ein Sattel und Getreide. Das lassen wir mal hier. Das lassen wir mal hier. Das lassen wir mal hier. Und das lassen wir mal hier. Alter, gib Ruhe. Ja. So, klatschen wir hier mal noch welche ran. Den Mossi lasse ich mir natürlich nicht entgehen. So, jetzt kann ich ja auch die Sachen mitnehmen. Den kann ich zwar dank meiner Rezepte natürlich auch selber machen, aber für mich gehört das einfach dazu, dass man hier aus einem Dungeon den Mossy Cobblestone raushaut und sich den nicht entgehen lässt. Ne? Das ist einfach, ja, Tradition, päpstliche Bulle, na, irgend sowas in der Richtung. Wenn man einen Spawner entdeckt, dann nimmt man den Mossy Cobblestone mit. Punkt. Alter, ich dachte, ich hätte ihn ausgeschaltet. Oh. Zack, kommt noch einer drunter. Wirklich voll geladen. Wobei, zack, die. Ja, den Sand hier zum Beispiel oder sowas. Na, das könnte man noch wegbrauchen oder verbrauchen, aber lassen wir das einfach mal so stehen. Und ja, versuchen mal, uns jetzt wieder an die Oberfläche durchzuschlagen, ne? Daran geht es runter. Das heißt, da geht es dann rauf. Hüpf, hüpf, hüpf. Jawohl, hier haben wir uns mal reingeguckt. Da haben wir noch jede Menge zu erkunden. Habe ich noch Platz für Kohle? Ja. Platz für Kohle habe ich noch. Nehmen wir die hier gleich mal mit. Ist ja nicht viel. Aha. So, zack, vielleicht mal hier noch ein bisschen aus, aber so genug, dass man hier halt nur sieht, dass es da lang weitergeht. So. Und zack, jawohl, da ist ja schon auch wieder der Schacht. Ja. Und jetzt müsste man einfach nur eine Ecke finden. Zack. Wo man dann sagt, okay, ab hier geht's los mit Leitern. Und ich denke mal,
Mittlerweile macht sich das hier nicht so gut, sondern einfach wieder hier Dings hingestellt. Und schwupp, ran da. Auf geht's. Wupp. Knapp der halbe ist der Gleitern weg. Also 32 Blöcke geht's da runter. Nicht von schlechten Eltern. So, dann machen wir uns wieder auf den Weg. Zum... Sonne geht unter. Ich denke mal, wir legen einfach mal hier in der Hütte an der Spinnenhöhle eine kleine Übernachtung ein und ich schau mal, wie lange ich jetzt hier schon wieder aufnehme. Schätze mal, dass das eine halbe Stunde sowas ist, größenordnungsmäßig. Es ist auch noch zu überlegen, ob und wie ich einen Weg baue. Dass man also von der Schwedenhöhle, vom Zugang zur Schwedenhöhle, vom großen Zugang, dann auch hier hinkommt, zu Fuß. Ich kann nur nachts schlafen. Ist es noch nicht dunkel genug? Ja. Auch ja, hier können wir dann schon mal das ein bisschen reinschmeißen, ein bisschen Kohle reinschmeißen. Eisenerz können wir hier auch schon reinschmeißen und Golderz haben wir hier nicht dabei. Aber zack, den Weizen können wir hier mit wegpacken. Sattel, den nehmen wir, den Krempel nehmen wir mal mit. Es müsste doch so langsam dunkel werden. Ja, sollte es jetzt sein. Zack, und hingehauen. Jawohl, klappt. Und dann schauen wir gleich mal. Ich gönne mir mal ein kleines Päuschen. Ihr kennt das ja. So, da bin ich wieder. Stell gerade fest, dass ich eine knappe Stunde schon aufgenommen habe und mit euch da durch die Höhle getobt bin. Ich würde sagen, dann mache ich mit dieser Folge erstmal Feierabend. Ihr habt sicherlich mitgekriegt, dass ich die Pause von 14 Tagen rund, die ich da eingelegt habe mit Minecraft, dass die sich wirklich gelegt hat. Ich habe einfach wieder angefangen und jetzt hier an dieser Höhle, da könnte ich also stundenlang und bin ich auch schon stundenlang drin rumgetobt. Eventuell mache ich mich gleich an die Aufzeichnung der nächsten Folge, wollen wir mal schauen, was es dann da gibt, dass ihr dann auch mal seht, wie ich mir den Zugang in die Höhle ausgebaut habe. Ne? Aber bis dahin, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfehlt mich weiter. Adieu mit Ö.